Ja, Karl-Heinz Rummenigge hat Sie ja mal kritisiert dafür, dass Sie die Bayern vielleicht mal nicht ganz so positiv sehen, wie er es gerne hätte. Haben Sie mal darüber gesprochen mit ihm? Ja, aber ich kann ja nicht positiv reden, wenn es nicht positiv läuft oder wenn irgendwelche Probleme da sind. Ich kann mit Kritik umgehen, überhaupt kein Problem. Nur er hat gesagt, Sie sollen Trainer werden. Ja, was ja auch jetzt nicht verkehrt ist. Aber erstmal muss ich mir keine Belehrung anhören. Noch brauche ich irgendwelche Tipps. Ich weiß, was ich zu tun habe, was ich zu lassen habe. Und nee, was ich einfach nur schade fand, war dieses, dass Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, öffentlich ein Gespräch veröffentlicht hat, was wir angeblich zur späten Stunde geführt haben. Sowas macht man nicht. Wenn ich ein Gespräch zur späten Stunde führe mit Karl-Heinz Rummenigge oder mit egal wem, dann behalte ich das für mich. Dann gebe ich das nicht an die Öffentlichkeit weiter. Und das war enttäuschend, aber so kenne ich ihn.